Hallo, zurück zum Spielcheck. Heute kommt der dritte Teil von den Bussimulatoren und wir behandeln dieses Mal ja. Bei mir ist der Spielecheck die so ziemlich unbeliebteste Reihe, aber auch gleichzeitig die meistgeklickteste Reihe. Nennt sich auch Clickbait. Nee. Also, im Bussimulator 2016 geht es wie in den anderen beiden im Spielecheck gezeigten Bussimulatoren darum, Busse zu fahren. Wer hätte es gedacht bei dem Namen? In diesem Spiel geht es aber auch darum, die Buslinien zu managen. Das Spiel wurde programmiert von Stellar Live Studios und wurde gepublished von Astragon. Es gibt in der Stadt verschiedene Bezirke, die wir jetzt auch sehen werden, nachdem er mit dem Laden fertig ist. Eigentlich relativ flott. Hat etwas länger gedauert als normal. Die Stadt ist in verschiedene Bezirke eingeteilt. Ich habe selbst noch nicht alle freigeschaltet. Zum Beispiel haben wir hier den Residential District. Hier haben wir, also man startet hier im Suburban District in der Vorstadt. Dann kommt man hier später in Residential District in den Wohnbezirk. Dann hier später in den Modern District, in den modernen Bezirk. Später hier in den Inner City District, die Innenstadt. Und dann zuletzt ins Industriegebiet. Hier zum Beispiel auch das Stadion ist oder hier der Hauptbahnhof. So. Und dann kann man, wie bereits erwähnt, Linien einrichten. Diese können dann so Verstärkerlinien sein, wie hier zum Beispiel Linie 10 oder auch guten Sinn erfüllen. So, und dann kann man da, nachdem man sie gefahren hat, ich habe vor kurzem das System reformiert, Fahrrad aufsetzen. Zum Beispiel haben wir hier Bernd Röhle. Der fährt jetzt zum Beispiel auf Linie 4. Die fährt hier vom Marktallee, Arnichstraße, Fernsehturm zur Grabenstraße Ost. Wir fahren jetzt mal als nächstes die Sightseeing-Linie. Wo ich die Fahrer habe, kann ich sie auch alle hier draufsetzen. Bin ja noch auf keine anderen Linie gefahren. Denn man muss die Fahrer so zuweisen, dass am Ende alle Linien befahren sind. Und hier stehen, wie viele Fahrer es im Optimalfall geben sollte. Hier ist das Ansehen, das kann man durch Fahrten erreichen, das sehen wir dann gleich. Und hier das beste Ergebnis, wie viel Geld ich damit verdient habe. Wie viel Einkünfte es durch Fahrer gibt. Wie lange die Strecke zu fahren braucht. Und wie der Intervall ist, wie häufig die Busse hintereinander fahren. Wir fahren jetzt mal hier die Sightseeing-Linie mit dem modernsten Bus, den ich hier habe. Darum geht es ja hauptsächlich in dem Spiel. So, das Konzept vom Spielecheck ist hoffentlich bekannt. Wenn nicht, am Ende kommt das Fazit, weil dies der letzte Part von diesem Spielecheck der Bussimulatoren ist. Der Spielecheck ist ein Vergleich von ähnlichen Spielen. Müsste dann auch gleich fertig sein. Ja, ist jetzt jeden Moment fertig. Na.
jetzt jeden Moment fertig. Ist jetzt jeden Moment fertig. Wir hören hier schon ein Event. Das wäre dann jetzt eigentlich richtig. Starten im Busdepot. Man kann auch direkt an der Haltestelle starten. So mal. Ich muss jetzt entlegen. Laufen tut mal mit WASD. Wie immer ist aus Hamburg gespielt. Nee, nicht Hamburger Spiel. Und ist auch Spielen gewohnt. So, dann muss man hier die Tür öffnen. Mit dem Rechtsklick kann man Aktionen. Mit Rechtsklick kann man ausführen, dann bleibt der Bildschirm stehen und dann kann man mit links zum Beispiel das Tor öffnen. Gut. Hier kann man dann zum Beispiel hier öffnet man die Tür damit, dann kann man sich mit C ins Cockpit setzen, so kann man sich das merken. Dann haben wir hier ein massiges Interface. Hier kann man zum Beispiel das Licht anmachen, das brauchen wir. Die Fahrzeugbeleuchtung. Hier kann man den Motor zum Beispiel einschalten. Ah, das geht noch nicht. Hier müssen wir erstmal den Zündschlüssel drehen. Man kann zum Beispiel Geschwindigkeitsregler aktivieren, das kennt man ja. Warnblinkanlage. Rampe ausfahren. Haltestellen, Bremse. Weil ich habe Probleme mit der Rampe. So. Absenken. Das ist wichtig. Dazu kommen wir gleich. Kann man die Temperatur ändern, das lässt man aber am besten am Anfang, da gibt es dann später Beschwerden. So, hier kann man das Radio auch anmachen. Wir nehmen mal zum Beispiel das hier. Man hier eine Handbremse und ja. Und schön spiegeln. Hinten im Bus kann auch viel machen, zum Beispiel ist hier auch der Notan, der ist auch mit. Ach, die Haltestellenbremse. Ne, das war in dem Fall die Parkbremse. Ach, die Rampe. Herrgott. Was ist denn jetzt mit der Rampe? Es. Hier Katastrophe. So, gib mir einen Moment. So. So, blink nicht vergessen mit Q und E. Natürlich nur zu Demonstrationszwecken gedacht. Autounfall. So. Ich kann mal jetzt mal aussteigen hier zum Beispiel. Und 1, 2, 3. Machen die Türen auf. Mit 4 alle. Hier, City. Linie City Richtung Sightseeing, so habe ich sie genannt. Kann man erst seit einem Update ändern. Verzeihung.
Geschwindigkeitsregler kann man so aktivieren. Er ist aber natürlich dann wieder nervig. Das war kein Autounfall. Oder am habe es verstanden. Oh, fast ein Personenschaden, ne? Das kann ich zum Schluss mal demonstrieren. Was dann passiert? Normalerweise bin ich ja ein verantwortungsbewusster Fahrer. Ne, das ist davon. Das finde ich witzig. Das geht. Oh, muss jetzt grün sein, jo. Hier ist schon die erste Haltestelle. Wie heißt die? Pauluskirche. Ja, hier hat man zum Beispiel die Karte auch hier. Prima, prima. Ich fahre einfach mal die Linie und am Ende zeige ich euch dann bitte persönlich. Rechts blinken, da kriegt man einen Bonus. Bei Absenken kriegt man einen Bonus. Bei perfekter Halteposition kriegt man einen Bonus. Was war jetzt? Was weiß ich jetzt nochmal absenken? Es war nicht N, es war F. St. Pauluskirche. Perfekte Halteposition, perfektes Timing, aber leider zu spät geblieben. Ich brauche bitte ein paar Fahrkarten. So, und das ist jetzt auch. Also, links Steuerung und dann kann man eben hier die drei Studenten Einzelfahrten geben. Und dann kann ich hier Wechselgeld geben. Vielen Dank. Bitte. Oh. Hallo. Der möchte zum Beispiel zwei. Nein, eine Fahrkarte. Danke, mein Lieber. Bitte. Betrunkenen Passagier. Ja. Das gibt's natürlich auch. Das wollte ich gerade nur demonstrieren. Natürlich. Ich wusste es tatsächlich. Hat es auch schon. Verzeihen Sie also. So viel zur Fahrprobe. Ich denke, das reicht dann. Wenn ich jetzt zum Beispiel halten würde, das kann ich mal demonstrieren, kriege ich. Das ist nicht schön. Das ist nicht die nächste Bushaltestelle auf deiner Strecke. So. Und jetzt möchte ich ja noch einen Passanten umfahren. Zu, Museumszweck. Jetzt ist mir alles egal. Wirklich? Guten Tag, guten Tag. Seien Sie bitte, ich möchte eben einen Passanten finden. Aber. Ah, da. Mist, er fehlt. Das sieht so aus, als wenn die Scheibe kaputt zu rein ist. Die.
Die Lenkung lässt nach. So. Jetzt finde ich keinen Passanten. Das ist ja peinlich. So, die Dame. Danke. So. Das ist schon schlimm, wenn man einen Passagier einfach so umfahren will. Ich entschuldige mich herzlich dafür. Tut mir sehr leid. Doch, das war's dann mit dem Spielecheck. Obwohl, nö. Hier soll ich der Wochenbericht, hier Fahrer. Das ist auch immer witzig. Hat die Highschool im Alter von 22 abgeschlossen. Für die NASA gearbeitet als Fahrerin. Findet Still Alive Studios super. Und dann gibt es hier die Lehrlinge. War ein Polizist, hat die Seiten gewechselt. Ist das Kind sehr gerne mit dem Bus gefahren. Spielt begeisterte Simulationsspiele. Braucht das Gegenteil. Hier wieder Still Alive Studios super. Kann nicht zwischen Rot und Grün entscheiden. Sowas zum Beispiel. Unterscheiden. Sowas zum Beispiel. So, das war's dann. Tschüss mit Öst.